So, willkommen zurück zu Let's Play Graveyard Keeper Live. Es ist viel geschehen. Ich habe den ganzen Vormittag heute gefarmt. Ich habe gefarmt wie ein Blöder. Ich habe neue Technologien erforscht. Nicht hier. Hier zum Beispiel, damit die Kirche schöner wird, in Marmor. Das hatte ich, glaube ich, schon. Ich habe Dünger erschaffen und alles vorbereitet für heute. Heute will ich eventuell das Spiel abschließen. Und ich habe einige Blue Points noch dazu. Alles gerade wunderbar. Ich führe euch ein bisschen herum und lasse euch an meinem neuen Wissen teilhaben. Einerseits Glas. Sehr viel Glas habe ich produziert. Diese Blue Points, die sind echt grausam zu bekommen. Ja, ich habe viel Steine gemacht. Ich habe mit Hilfe von Düngern wunderbarste Sachen geschaffen. Hier. Ich habe Hopfen und Wein weiterhin angebaut. Ich habe hier ein paar weitere Äpfelbäume gepflanzt. Akira wird erfreut sein, dass er jetzt seine Äpfelbäume hat. Was habe ich noch getan? Ich habe dieses Kombo-Gebet Stufe Gold hergestellt. Oh ja, goldene Stufe. Dass das richtig abgeht, werden wir noch herausfinden. Was habe ich hier getan? Habe ich hier irgendwas getan? Ich habe, glaube ich, habe hier nichts getan. So, hier. Bier brauchen wir ja. Oh ja, oh ja. Das könnten wir schon mal machen. Wir könnten schon mal Bier vorbereiten. Das dauert ja eine gewisse Zeit. Da muss ich bloß Hopfen holen. Zum Glück habe ich Hopfen. Ich habe nicht wenig Hopfen. Ich habe einiges an Hopfen. Ich war fleißig. Ich war sehr fleißig. Und wir werden heute sehr viele Quests weitermachen. Also, Hopfen. Oh ja, ich habe Hopfen. Wie viel Hopfen war notwendig? Nicht viel, oder? Ah, nehmen wir mal so viel Hopfen mit. Ach, ich nehme, glaube ich, auch mal ein bisschen Wein mit. Ich habe viel Wein angebaut. Warte, ich brauche 30 Wein, falls ich einen guten Wein machen möchte. Gut. Ja, das war eine kurze Verschnaufspause. Da hast du vollkommen recht, Akira. Einfach mal durchlüften und alles, ja, gut geht. Und los geht's. Viel zu tun. Viel zu tun trotzdem. Obwohl schon viel gemacht wurde von mir. Blue Points nehme ich gerne. Ich habe noch nicht das Achievement mit 3000 Blue Points. Dementsprechend fehlt mir da noch was. Zwiebeln hier, die wachsen fleißig vor sich hin. Ja, hier können weiter. Jetzt habe ich auch eine Verwendung für den Torf, weil aus dem Torf macht man Dünger. So sieht er aus, der Spitzendünger Stufe 2 mit einem Sternchen dran, damit natürlich hochqualitative Ware rauskommt. Hier hochqualitative Kürbisse, Linsen und ganz wichtig die Zwiebeln. Die brauchen wir für den Burger und die brauchen wir auch. Alle Technologien habe ich noch nicht. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich hier noch welche brauche. Das werden wir dann schon sehen. Jetzt werde ich nur noch auf Bedarf weitere forschen. Ich habe noch ein paar Blue Points übrig. So, ich wollte... ich habe das Getreide vergessen. Wobei, ich glaube, ich habe... Habe ich vielleicht auch hier Getreide? Ja, ich habe auch hier Getreide. Sehr gut. Dann lassen wir mal hier ein bisschen Hopfen brauen. Wunderbar. Das dauert ein bisschen, bis das Bier fertig ist. Soll mir recht sein. Viel Hopfen braucht man dafür nicht, muss ich zugeben. Ist okay, ist okay. Schön. Heute ist Astrologentag. Mit dem Astrologen kann ich gerade noch nichts machen. Da muss ich ja erst noch mit der Frau reden. Das habe ich... Ich habe zwar nach dem letzten Stream, wie schon gesagt, das Parfüm abgegeben. Ja, wir waren ja bei der Hexe und so und haben ein Parfüm bekommen und sowas von der Wirtin, die scheinbar die Schwester von der Hexe ist. Aber mehr noch nicht. Ja, Kira, Bäume, mehr Bäume, wie dein Wunsch war. Ich habe sie bisher noch kein einziges Mal geerntet, weil was will ich mit so vielen Äpfeln? Der Friedhof wurde bis zur Grenze jetzt ausgebaut. Ich habe da jetzt einfach mal noch das. Also diese Seite ist, glaube ich, komplett voll gebaut. Außer natürlich hier so Verschönerungen wie
Blumenbeete, Rasen habe ich gar nicht erforscht oder Urnenhalle. Das habe ich alles gerade. Brauche ich aber gerade nicht. Ich muss mal schnell hier schauen. Rechtmäßige Bürger, Handelslizenz. Die brauche ich nämlich auch. Aristokrat, 12 Gold. Das wird wahrscheinlich die letzte Hürde des Spiels sein. 12 Gold. Und die Kirche. 67er Qualität. Ich habe überall, wo Platz ist, doppelte Kerzenleuchter hin. Ich habe die verbesserten Beichtstühle gebaut. Ich habe gepolsterte Kirchenbänke gebaut. Und ich habe steinerne Altäre gebaut. Und die haben einiges gekostet. Solche Schreine. Marmorstatuen haben die gekostet. Das, na gut, das ist einfach. Selbst die Wandleuchte, das ist einfach. Der Beichtstuhl, ja, ist eigentlich auch leicht. Aber weiche Kirchenbänke, Seide, ich glaube, Seide kann ich nicht produzieren. Die muss ich teuer kaufen. Und Buntglasfenster habe ich noch nicht gecheckt, wie ich das machen kann. Ich habe zwar die Ressourcen für ein Buntglasfenster, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das hier installiere. Ja. Na gut. Dann kommen wir mal zum Dünger. Ich habe Dünger gemacht. Oder Dünger erforscht. Nicht hier. Aber hier fürs Kombo-Gebiet. Das war auch nicht leicht, das zu bekommen. Das hat auch ewig gedauert. Ich brauchte nämlich ein goldenes Buch. Ich brauchte den Bühnenauto-Perk, damit es auch hundertprozentig klappt. Ich brauchte Glaube. Glaube war so eine Mangelware in der letzten Zeit. Hier, für Spitzendünger, der die Qualität erhöht auf Goldsterne, braucht man Torf. Das kriegt man ja aus dem Kompost. Und Geschmacksverstärker. Papiermatsch. Geschmacksverstärker kann man relativ einfach herstellen. Dazu braucht man Asche. Das ist ja kein Thema, dank unserer Verbrennungsaktivitäten. Giftige Lösung. Die kriegt man aus roten Pilzen. Und Lebensertrag. Das kriegt man zum Beispiel aus Maden. Also auch vom Kompost. Relativ simpel. Und das mit Torf zusammen ergibt dann den super, den stärksten Dünger, den es gibt. Ja, der Esel hat noch massenweise Essen, aber eigentlich will ich gerade keine Leichen, weil ich weiß gar nicht, was ich mit denen anfangen soll. Da ist alles vorbereitet. Dann... Hier wächst das alles, außer der Kürbis. Der Kürbis ist schon ready, den Kürbis können wir mal ernten. Hier seht ihr, ich habe den mit... Ich habe, glaube ich, Goldsamen oder Silbersamen verwandt, hauptsächlich Goldsamen. Und da kommen jetzt einige Goldkürbisse raus, einerseits, und Goldsamen. Und hier, da macht man einfach immer den Dünger ran. Schön vordüngen. Aber das macht natürlich nur Sinn bei Gemüse oder sonstigen, das auch eine Qualität haben kann. Zum Beispiel Getreide, das kann keine Spitzenqualität haben. Das ist einfach immer die Standardqualität. Aber Kürbisse zum Beispiel, das geht. Und dann kann man hier, ja gut, für goldene Kürbisse, da hätte ich das jetzt nicht gebraucht mit dem Düngen, aber kann man ja trotzdem machen. Wir haben ja, der ist relativ simpel zu machen. Dementsprechend, ich weiß nicht, für was ich das vielleicht noch brauchen könnte. So, das ist schon mal nichts. Machen wir mal ein paar Zwiebeln. Zwiebeln brauche ich auf jeden Fall für einige Rezepte. Kürbisse für weniger Rezepte. Ja, und dann habe ich schon die Angewohnheit aufgenommen. Ich nehme das. Die Samen sind auch interessant. Aber so Silberwaren hier, sowas, das schmeiße ich eigentlich weg. Ich habe keine Verwendung für Silbergemüse. Das könnte ich zwar essen, für Energie. Aber, nein, danke. Davon kommt einfach zu viel. Gut, jetzt wollen wir gleich mal in die Messe gehen. Die Messe wird awesome. Jetzt mit diesem Combo Prayer und allem aufgebaut, wird die richtig brutal. Ich habe sogar Goldbarren gemacht, ich habe Silberbarren gemacht. Ich habe leider, obwohl ich die Perks mir erlaubt habe, das war hier. Genau, ich habe sogar Edelstein und bester Freund, alles Goldgeruch, aber ich habe noch keinen einzigen Diamanten aus, ja, irgendwie abgebaut. Deswegen habe ich mir mal einen gegönnt und einen mal gekauft. Mal schauen. Weil ich befürchte, den brauchen wir für irgendwas dann mal. So, ich bin jetzt eigentlich nur darauf gewillt, dass die Zeit vergeht. Was könnten wir machen? Auf jeden Fall
Ah ja, wir können schon mal das Essen zubereiten. Wir brauchen eine Handelslizenz. Das kann ich mir auch schon kaufen. Wobei, das kann ich kaufen, wenn ich dort bin. Also, Hilfsschlange bei seinem Ritual. Hilfsschlange bei seinem Ritual, das wäre eine Waffe machen. Gut, das kriege ich hin. Und ganz ehrlich, dann hole ich mir auch den Perk. Du verursachst zusätzlich, du siehst vermutlich ziemlich cool dabei aus. Swordmaster. So, er hätte gerne ein Damaszener-Schwert, aber nur ein normales, hat er gesagt. Kein Juwelenbesetztes. Kann man das hier machen? Das kann man wahrscheinlich hier machen. Ah, vielleicht will er doch ein Juwelenbesetztes. Ich will ein Juwelenbesetztes. Dafür brauchen wir schon mal Diamanten. Ah, irgendwo habe ich noch einen. Ach, du Schande. Die sind sauteuer, diese Goldschmuckverzierungen. Gold ist auch sehr selten. Selbst mit dem Perk. Na gut, vielleicht kaufe ich es mir auch einfach für ein Goldstück vom einen Händler neben der Burgfeste. Ich muss aber einfach mal schauen, was er genau braucht. Ich habe von den Technologien im Moment das erforscht, was ich wirklich ja als nützlich erfand. Oder ja, welche ich dachte, die brauche ich jetzt noch. Ich bin gespannt, ob ich noch fürs Endgame noch andere Sachen brauche. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Blue Points, wodurch das schon machbar ist. So, kümmern wir uns ums Essen. Also, ich will Abendessen zubereiten. Dazu brauche ich Kuchen. Kuchen kann ich ja nutzen. Habe ich, das passt. Ich brauche, am besten habe ich mir gedacht, Zwiebelringe. Es gibt Zwiebelringe bei mir und eine Schüssel Linsen. Linsensuppe und Zwiebelringe und Kuchen. Das ist ein perfektes Abendessen. Oh, ja. Was brauchen wir für Zwiebelringe? Wobei, das ist eine ziemlich dumme Frage. Was brauchen wir für Zwiebelringe? Zwiebel. Und Öl. Öl habe ich. Gut, was brauchen wir für die Linsensuppe? Wo ist die Linsensuppe? Schüssel Linsen. Wasser, das habe ich. Und Linsen. Beides ziemlich chillig. Das kriege ich echt hin. Das habe ich zum Glück vorrätig. Kein Thema. Das ist kein Thema. Ich brauche die Zwiebeln. Ich nehme mal die Goldsachen mit. Die Zwiebeln, das da. Sehr gut. Und haue hier noch ein bisschen was rein. Zwiebeln, Kürbisse. Boah, dann haben wir alles. Gut, ich hätte gerne Zwiebelring. Oder machen wir erstmal die Schüssel Linsen. Anfertigen. Leider kann ich das nicht mehrmals machen, aber gut. Und leider kann ich auch nicht die Zwiebelringe nebenbei machen. Das ist bei diesen Goldsachen scheinbar so. Naja, das dauert halt dann ein bisschen. In der Zwischenzeit können wir jetzt in die Kirche gehen. Oh ja, in die Kirche. Oh, das Bier ist fertig. Perfekt. Goldenes Bier. Die Burger brauchen wir auch noch. Oh, die Burger müssen auch noch gemacht werden. Will er wirklich das Goldene essen oder nur... Er will dieses Festessen, dieses Abendessen. Und das... Schauen wir uns gleich nochmal an. Also, 67er Qualität. Mein Gebet wird immer klappen. Aber man kann... Ich habe mir ein paar Kerzen noch besorgt. Man könnte jetzt... Ich nutze jetzt die Kerzen einfach mal. Mach mal hier ein bisschen Licht. Ich brauche mal zwei Kerzen dafür. Puff. Wird es nochmal um zwei stärker. Hier ein bisschen Licht. Nochmal um zwei stärker. Und hier so ein... Hier schön bei der Spendenbox nochmal extra Licht. Ja, dem können wir gleich Bescheid geben, dass alles passt. Aber wir halten erstmal Messer ab. Wahrscheinlich müssen wir dann Aristokrat werden noch, um das damit zu klappen. Also, das Gebet bringt 150% mehr Predigt und Glauben einer. Und bei einem 73er Qualität von der Kirche, was ja direkt auf den Glaubensoutput sich auswirkt, wird das jetzt ein Glaubens...
Orgasmus. Oh ja. Legen wir los. Abonnieren, followen, das ist alles wichtig. Donations, im Chat aktiv sein, zuschauen, liken, was auch immer. Unsere Kirche, unser Channel ist genial. Toll. Und jetzt lasst uns das sehen. Schaut euch das an. Unglaublicher Glaube. Und das ist gerade mal das erste. Bam. Explosion. Jawohl. Schüttet mich zu mit Glauben. Und jetzt mit Geld noch natürlich. Bei so vielen, oh ja, fast jeder lässt einen Silberling da. Oh, ich habe da, glaube ich, fast 30 Glaube gemacht. Und Glaube ist so eine notwendige Ressource im Endgame. Alles braucht Glaube. Die höheren Produkte brauchen alle Glauben. Hier so Marmorstatuen zum Beispiel. Bam! Über 20 Silber mit einer Predigt. Puh, ich bin über die 1-Gold-Marke drüber. Was natürlich noch gar nichts ist, wenn man hier 12 Gold braucht. Außerdem, ich habe diese geschnitzten Marmorstücke vorbereitet. Ja, die habe ich vorbereitet. Oh ja. Das heißt, wir können jetzt seine Quest abschließen. Könnte der Friedhof nicht noch besser sein? Der Friedhof ist tatsächlich in gutem Zustand. Man sieht, wie viel Liebe du da hineingesteckt hast. Zumindest in die eine Seite. Die andere Seite ist noch karg. Hattest du irgendwelche Probleme mit der Inquisition, Geister, Hexen? Ich hatte ein paar Probleme. Ach, weißt du, das war eine blöde Frage. Du steckst nicht im Kerker, also ist alles in Ordnung. Vielleicht brauchen wir kein weiteres Totenschiff. Dieses ganze Gerede von Geistern ist ohnehin nur altweitergewäsch. Dann könnte das Geld der Kirche zugutekommen, nicht im blöden Hafen. Sehr interessant. Ja, schöne, interessante Geschichte. Schau dir an, wie schön die Kirche ist. Das sind alles Materialien aus der Umgebung. Bis auf die Seide für die Bankbücher. Die habe ich von meinem Freund, dem Händler. Ja, das stimmt. Ah, dieser Händler. Ich würde sie am liebsten aus dem Königreich verbannen. Das ganze verdammte Pack. Das sind die Verbreiter der Sünde, Händler, Schauspieler, Ärzte. Die Kirche bittet die gleichen Dienste, nur Heiliger und Rechtschaffener. In Ordnung, ich habe genug gesehen. Diese Kirche ist bereit, zu einer Kathedrale zu werden. Aber es fehlt noch eine Statue von mir. Das ist ab jetzt deine höchste Priorität. Aber sicher, Eure Heiligkeit. Aber sicher, Eure Heiligkeit. Ah, leider, die Kerzen gehen immer mit der Zeit aus, deswegen, kein großer Fan. Also, was die Kathedrale angeht. Hier sind die Statuen. Eure Heiligkeit, ich habe Ihre Statuen fertiggestellt. Ich denke, die für den Friedhof ist die beste. Oh, sie sehen alle umwerfend aus. Habe ich wirklich so umwerfend männlich im Wangenknochen? Natürlich. Stellen wir die da sofort hier vor dem Haupteingang auf. Oh Gott. Es sieht großartig aus. Jetzt können wir die Kirche zur Kathedrale umbauen. Oh, gibt nochmal 5 Value zum Friedhof. Verbessert die Kathedrale. Gut, sie ist so groß, dass man die Mauern der Stadt sehen kann. Sein Herrenhaus. Achievement darum. Und die Wasserknappheit der Stadt ist auch nicht besser. Perfekt. Oh, ich liebe meinen Beruf. Jetzt musst du nur noch ein Aristokrat sein, damit du bei der großen Zeremonie auch neben mir stehen darfst. Ich dachte, darüber hätten wir schon gesprochen. Außerdem weiß das noch hier niemand. Nein, dieses Mal ist es wichtig. Wir brauchen jemanden, der dem Königshof nahesteht bei unserer Zeremonie. Also sind wir uns einig oder du brauchst einen Aristokraten. Und wie ich gerade sagte, wir brauchen eine wichtige Person bei unserer Zeremonie. Ich könnte sonst niemanden finden. Vielleicht kannst du deinen Freund, den Inquisitor, fragen. Das ist nicht mein Freund. Komm schon, es sei nicht schüchtern, er mag dich. Also gut, ich rede mit ihm. Haha, großartig, also geh und hol dir das Aristokratenzertifikat und einen Zusatz von einer wichtigen Person. Und ich bereite schon mal meine Rede vor. Die Frage ist nur... Die Frage ist nur, kann ich noch Predigten abhalten? Das war ja beim letzten Mal wieder nicht gegeben. Naja, puff. Okay, ich habe hier mehr Platz. Ja, ich habe jetzt... Oder? Das ist da links. Schauen wir uns doch. Ja, da links ist jetzt mehr Platz. Da könnte ich noch was hinstellen. Da passt noch so ein Altar rein. Gut. Es kam diese Meldung. Nicht, dass ich Aristokrat sein muss, um das zu machen. So, das war das. Als nächstes kommt die Frau.
Der Frauentag kommt dran. Puh, was habe ich jetzt nochmal für den gebraucht? Aristokrat werden. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Leider. Ach ja, nochmal zu den Gerichten. Wenn wir uns das anschauen, er will ja bloß 5 Abendessen haben. Und Abendessen herzustellen mit Goldqualität schaffe ich halt, wenn ich das da mache. Deswegen. Er will 5 goldene Abendessen. Ach stimmt, du hast gemeint, vielleicht will er... Ne? Ich probiere es jetzt einfach mit goldenen, weil er will ja das Maximum haben. Wenn er bloß Silber haben wollte, das wäre lächerlich im Vergleich. So, Burger. Da brauche ich bestimmt Fleisch dafür. Also, da steht's ja. Da brauche ich auch die Zwiebeln. Brot brauche ich. Für Brot brauche ich Teig. Dann machen wir mal ein bisschen Teig. Ja, das mit dem Kochen ist jetzt ein bisschen zeitaufwendig. Aber gut, wir haben ja gerade sowieso nichts Besseres zu tun, als auf den nächsten Tag zu warten. So, Teig ist ready. Daraus kann ich Brot backen. Und noch einmal eine Linsensuppe, bitte. Schön. Ich hole mir ein bisschen Fleisch aus dem Keller. Schön im Keller aufbewahrtes Fleisch. Schön kühl gehalten. Und jetzt habe ich auch verstanden, was der Beitrag von gestern war hier, warum hier da und so, warum das schlecht ist. Ja, wenn ich hier einfach ein Regal noch reinstellen würde und da die ganzen Leichenteile reinstecke, dann hätte ich direkt Zugriff. Oh, der wieder. Weißt du, ich mag dich irgendwie. Du bist mein einziger Freund. Du bist auch mein Freund. Ich hoffe, dass du nie nach Hause findest. Irgendwann bist du auch ein Schädel wie ich. Ein neuer Typ gräbt uns aus. Und es wird viel besser sein, zusammen hier rumzusitzen. Klingt super, aber ich muss wirklich nach Hause. Ja, ist klar. Ein alter Schädel wird doch noch trauen dürfen. Was willst du da und von mir? Ich nehme noch ein bisschen Fleisch. Ich habe ja ein bisschen. Ah, das müsste eigentlich reichen. Fleischtechnisch muss das vollkommen reichen. Warte mal, ich steck mal hier noch eine Made rein. Schwupp. So, das Bier haben wir. Okay, ist noch Zeit bis zum Inquisitortag. Das ist wichtig. So, was war das erste? Zwiebelringe. Oder brauche ich erst den Burger? Ne, erst das da. Zwiebelringe. Okay. Go, go, Gadget. Die gehen sogar recht fix. Gut. Und wenn die so fix gehen, dann passt es ja. Das Fleisch hier mit rein. Schön. Und das 5 waren, müsste das eigentlich schon reichen. Ich brauche immer bloß einen Zwiebelring. Genau. Sehr lecker. So, Abendessen Nummer 1. Ein perfektes Dinner-Achievement bekommen. So, Nummer 2. Leider kann man hier nicht mehrmals angeben. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also das Spiel ist sein Geld wert. Es kostet ja bloß 16 Euro oder sowas. Ist echt. Für das, was man hier kriegt an Spielzeit, auf jeden Fall worth. Einziger Haken ist halt wirklich dieses Gegrinde. Es braucht halt sehr viel Zeitaufwand, vieles zu machen. Aber das ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Also manchmal mag man es vielleicht so ein bisschen ruhiger. Ja, ein bisschen nebenbei sowas farmen. Minecraft ist ja ähnlich. Da farmt man ja auch sich blöde. Und es stört auch keine Person. Normalerweise. Also von daher, alles gut. So, das Essen haben wir schon mal. Bier haben wir. Zwiebeln ablegen. Hier lege ich das ab und das. So, Brot.
Ich brauche für die Burger Brot. Wie viel Burger? Ich brauche ja 5 Burger. Burger. Wo waren die nochmal? Da. Oh. Also dann brauche ich 4 Brot. 4 Brot sind schnell geschehen. Ich brauche die Zwiebeln, habe ich, und gebratenes Fleisch. Ich glaube, da muss ich erstmal. Machen wir mal rohen Aufschnitt. Frauentag. Ich muss dann gleich mal vorbeischauen. Das Brot dauert länger, als ich erwartet habe. Na gut. Dann auf zur Frau. Totes Pferd. So, diese Dame. Ich habe eine tolle Geschichte. Ah, stimmt. Es ist eine Liebesgeschichte, die das Publikum bestimmt in die richtige Stimmung bringen wird. Das würde ich nur ohne dich tun. Sieht so aus, als sei ich unersetzlich. Ach ja, kennst du eigentlich den Bauern? Ja, ich mache mit ihm Geschäfte. Gut, rede mit ihm von Mann zu Mann. Seine Tochter Lisa soll mich zum Konzert begleiten. Sie ist so gut und so hübsch. Vielleicht gefällt den Adligen diese Augenweide. Vielleicht findet der König selbst Gefallen an ihr. Das arme Mädchen ist stumm, aber das könnte ihr Vorteil sein. Was ist denn das Problem? Ach, keine große Sache. Ihr Vater muss ihr nur erlauben, mit ihr in die Stadt zu reisen. Okay. Ihren musikalischen Interessen steht aber skeptisch gegenüber, aber vielleicht kannst du ihn ja überzeugen. Dein Vater, Frau Anmut, du siehst so einsam aus. Hast du keine Familie? Mein lieber Freund, du bist immer so gut zu mir. Mir scheint, du bist der einzige Mensch, der mich wie eine normale Person behandelt. Ich fühle mich so einsam, allein in einer scharfen Bewunderung. Das ist mein Fluch. Meine Mutter starb. Ich habe mich mit meinem Verwandten verkracht. Mein ganzes Leben lang habe ich nach dem Märchenprinzen gesucht, aber ich bin verflogen. Das ist kein Scherz. Meine Mutter erzählte mir, dass ihre Halskette mir helfen würde, die wahre Liebe zu finden, und ich habe sie verkauft. Ich weiß vielleicht, wer dein Vater ist. Mein Vater ist ein ehrloser Schwindler. Er hat meine Mutter verlassen, das hat sie nie überwunden. Er hat mir nur Schande gebracht. Es ist mir egal, wer ist. Okay. Das ist mal nicht schlecht. Oder das ist schlecht. Von dem will ich nichts. Zum Bauern. Okay, dann reden wir mit dem Bauern. Was will der Bauer von mir? Der wird doch nicht einfach so. Das wird nicht einfach so klappen. Vom Händler übrigens will ich Geld haben. Wenn ich Aristokrat werden will, muss ich Geld verdienen. Und Geld verdienen geht beim Händler am besten, indem man ihm kostbare Waren gibt. Wegen Alisa. Oh, Katzin. Ich möchte dich um Erlaubnis bitten, deine Tochter mit Frau Anmut in die Stadt gehen zu lassen. Das ist eine großartige Chance für sie. Ich brauche sie hier. Wir haben hier auf dem Hof viel zu tun, außerdem traue ich dieser Schauspielerin nicht. Sie hat sowieso schon viel zu viel in der Taverne ausgeholfen. Das gefällt mir gar nicht. Hey, willst du Alisa helfen? Ja. Willst du Alisa helfen? Ich mag es, wenn sie spielt. Ich will auch helfen. Wenn du meinem Onkel hilfst, die Mühle zu reparieren, dann wird Papa so glücklich sein. Ich frage dann nach Alisa und ich bin sicher, dass er sie denn gehen lassen wird. Danke, ich rede mit deinem Onkel. Papa, okay, ist das Nichte? Moment, jetzt habe ich die Verwandtschaftsverhältnisse nicht kapiert. Egal. Ich dachte, es ist seine Frau oder so. Oder seine Tochter, habe ich zuerst gedacht. Aber jetzt muss man erst nur das da. Ist so langweilig, ich habe nichts zu tun. Ich will dabei helfen, die Mühle zu reparieren. Weißt du, was da für Mühle fehlt? Du kannst gerne versuchen, sie zu reparieren. Ich habe es selbst versucht, aber das hat alles nur noch schlimmer gemacht. Ich habe diese Gebrauchsart für dieses Ding, aber sie ist auf Lateinisch. Oh Mann, und zu Hause schimpfen wir über Ikea. Da steht, dass wir Stein brauchen und Stahlteile. In Ordnung, mal die Anleitung lesen. Wo ist die letzte Seite? Ja, da gab es keine Bilder, also habe ich da gedacht, die sei nicht so wichtig. Das Papier war so weich. Verstehe. Nun, Geometrie ist nicht meine Stärke. Ich glaube, der Astrologe muss mir hier mithelfen. Ah, shit. Na gut, zum Astrologen muss ich sowieso, aber dann endet's gerade hier, diese Questline. Moin, Wutan! Schön, dass du zum Endgame dazu stößt. Also, mit ihr reden kann ich nicht, ich muss zum Astrologen. Der Astrologe kann mir da weiterhelfen. Gut, dann kommt als nächstes der Händler dran. Der Händler hat auch nichts zu tun. Beim Händler. Ah ja, für ein goldes Damaskus-Schwert. Da muss ich mir aber genau nochmal anschauen, was für ein Schwert es genau ist, was er haben wollte.
Weg da. Endgame, ja, Endgame. Ich war heute früh fleißig, ich habe massenweise gefarmt. Ja. Wollte ich nicht irgendwas machen? Ich wollte bestimmt irgendwas machen. Also ich habe das Essen für den Händler. Ah ja, die Handelslizenz kaufe ich. Die habe ich vergessen, als ich dort war. Und eigentlich wollte er mit mir einen Handel auch machen, so ein Handelsimperium. Der will dann wahrscheinlich auch noch irgendwelche Ressourcen haben oder irgendwelche Erzeugnisse. Die Handelslizenz gekauft. Puh, 50 Silber. Naja, dann habe ich wieder 50. 12 Gold. Das wird spektakulär, das zu bekommen. Das wird nicht einfach. Ich krieg zwar jetzt pro Predigt ordentlich Geld, aber naja. Ah, das Brot ist fertig gebacken. So, was brauche ich für gebratenes Fleisch? Das könnte... Hier, ah, okay, ich hätte bloß so viel gebraucht. Okay, dann mach mal. Sehr schön. Brot ist fertig. Dann können wir das, die Burger auch fast bald fertig machen. So, das Brot hier rein. Handelslizenz, die Geschichten stecke ich mal unten rein. Es hat sich wirklich einiges getan. Oh ja. Aber schauen wir mal. 12 Gold ist wahrscheinlich die nächste harte Grenze, die ich erreiche. Wo ich erstmal wieder farmen muss. Lebensextrakte hier rein. Stories hier rein. So, ich habe das Essen. Die Burger werden jetzt gemacht. Handelslizenz habe ich. Ich bin für den Händlertag ready. Danach kommt Snake-Tag. Für Snake-Tag brauche ich ein Schwert. Okay, ist das Fleisch ist fertig. Oh, wartet, ich brauche... Oh. Ah ne, das passt schon. Ja, das passt schon. Oh, ich brauche mir Brot. Ich brauche 2 Brote. Ne, achso, ja, ich mache ja 4. Das ist total verwirrend. Ja, dann müssen wir bloß warten, bis es fertig ist. Ich muss sowieso pennen. Und ein bisschen Energie wieder auftanken. Sehr schön, sehr schön. Ja, und wenn ich dann das Spiel durch habe, dann geht's an die Achievements, die eher Fleißpreise sind. Also hier 200 Fische fangen zum Beispiel. Fleißpreis. Pur. Aber das dauert noch. So. Oh ja. Burger Time. Juicy Burger. Davon habe ich 5 gebraucht. Ruhige Hand, die Chance auf einen Fehler. Burger sind also gut, wenn man hier ein bisschen an den Leichen rumfummelt. So, das für die Inquisition, für den Inquisitor habe ich auch fertig. Ja, dann geht der Stein wieder? Der geht wieder. Ab in die... halt... Ah, bist auch gerade im Endgame. Sehr gut. Beim UFO-Spiel. So. Silber. Viel Silber mitnehmen. Ob ich dem Händler sowas verkaufen kann? Ich muss dem Händler alles verkaufen, was möglich ist. Was will denn der was mag denn der Händler? Oh, habe ich vielleicht Weine? Ja, der wird wahrscheinlich nur Goldwein nehmen. Ich habe bloß Silberwein. Und es dauert leider, bis der fertig ist. Schade. Aber ich kann schon mal vorweg welchen machen. Naja, dann geht es halt nicht so schnell. Sowieso nicht das Beste, was ich jetzt vorhabe. Oh, da kommt... Ah, Weinmeister. Ah, den Perk hole ich mir. Technologien, bevor das hier fehlschlägt. Oh, das ist Mission. Na gut, dann... Go, go, Gadget. Wofür habe ich die Punkte gefarmt? Nämlich für sowas. Denn das kann ich bestimmt irgendwann gebrauchen.
Gut, wenn ich schon hier unten bin, dann kann ich eigentlich... kann ich noch irgendwas verkaufen? Ich bräuchte eigentlich Gold oder Goldverzierung. Oh, wenn es saumäßig schwer ist, dann ist das Spiel auf jeden Fall nichts für mich. Dieses UFO-Spiel. So, hallo Herr Händler. Ich habe vieles, ich habe vieles. Ich habe erstmal die Handelslizenz. Toll, jetzt sind wir im Geschäft mit meinen Kontakten und deiner harten Arbeit. Wir werden hier steinreich sein, aber erst wir öffnen unser erstes Geschäft in dieser Scheune. Grabsteingemüse. So heißt unser Startup. Klingenheim Startup. Oh shit. Hier stehen Paletten und ich hole jeden Kisten mit Waren ab. Kisten? Richtig, wir sind jetzt seriöse Unternehmer, so müssen wir auch unsere Waren entsprechend verpacken. Du bist doch ein geschickter Bursche und ich weiß, dass du eine Werkstatt neben dem Friedhof hast. Du kannst bestimmt alles in schönen Holzkisten verpacken. Ich versuch's. Mal sehen, ich glaube am Anfang kann ich eine Kiste pro Woche verkaufen. Das ist nicht viel. Und ihr kennt uns, wir müssen ins Marketing investieren und unseren ersten Verkauf machen. Unsere Firma hat also zwei Ziele. Zunächst einmal sollten wir unsere Tute auf Stufe 3 erhöhen. Damit können wir dann 3 Kisten pro Woche verkaufen. Dann sollten wir 7 Kisten verkaufen. Wenn wir diese Ziele erreichen sollten, bin ich echt stolz. Oh shit. Wie können wir unsere Tute verbessern? Wir werden eine uralte Technik, die nie versagt. Mach einen Haufen Flugblätter und lass sie auf dem Schreibtisch liegen. In meiner Welt lassen wir berühmte Leute Werbung machen, um die Verkäufer anzukurbeln. Brillante Idee. Du kannst Frau Anmut fragen, ob sie das Gesicht unserer Firma sein will. Das funktioniert bestimmt. Ich kann auch während meiner Zeremonie in der Kirche Werbung für uns machen. Tolle Idee. Ich habe mir wirklich einen richtigen Partner ausgesucht. Okay. Reden wir über das Geschäftliche. Okay. Unsere Firma ist jetzt bekannt. Wir waren Erfolg. Na gut, ich habe auch noch die Speisen, die du wolltest. Es war nicht einfach, aber ich habe es geschafft. Sieht toll aus. Du bist ein echter Koch. Morgen gehe ich im königlichen Hof der Gerüchte über dieses Dinner um. Komm nächste Woche zu mir und ich erzähle dir, wie es gelaufen ist. Okay. Das will ich dir geben. Bam. Money. So, okay. Was muss ich hier machen? Da haben wir eine Tute. Was haben wir hier? Bauen. Paletten kann ich bauen. Ich brauche Ruhm. Ich habe einen Ruhm. Marketingkampagne. Dafür brauche ich Flugblätter. Okay, das kriege ich hin. Ja, das mit dem Händler gefällt dir mir nicht so ganz, weil das bedeutet, das geht nicht so schnell. Stimmt, eine Goldfassung müsste ich von ihm kaufen. Da hast du vollkommen recht. Außerdem habe ich gerade vergessen, was ich für die Kisten nochmal brauchte für Ressourcen. Tute und was? Eine Goldfassung fehlt mir leider. Falls ich ein Schwert craften muss. Andererseits überlege ich auch, das Schwert dort oben zu holen. Aber der Typ kommt ja sowieso in der Nacht. Ah, Balken. Stinknormale Balken brauche ich dafür. Aber ich habe keine Tute. Sonst wäre das ja schon eins. Okay. Und dann ist die Frage, was mache ich dann da? Was packe ich hier drauf? Ja, ich glaube, ich muss die Firma erstmal bekannt machen, oder wie? Ja, machen wir das erstmal mit den Flugblättern. Machen wir erstmal die Flugblätter. Die sollte ich machen können. Das sollte kein Thema sein. Und hoffentlich komme ich dann noch rechtzeitig zu ihm zurück. Also Flugblätter nicht bei den Büchern. Hier. Warte. Nein? Doch bei den Büchern? Doch bei den Büchern. Frau Anmut fragen, das ist kein Thema. Das kriege ich hin. So. Blue Points! Jawohl, ja. Blöd, dass ich immer das Tintenfass mit ablege. Dann das noch schnell abgeben und vielleicht komme ich noch rechtzeitig zu ihm zurück. Oder ich brauche ihn, glaube ich, gar nicht dafür, für Flugblätter. Mal schauen, was das bewirkt. Wahrscheinlich kriege ich dann einen Ruhm oder so und dann kann ich eine Palette aufbauen und dann geht es so weiter und so fort und so. Frau Anmut, in der Messe kann ich Werbung machen, ja, das geht. Ja, der Shopgown. Oh, was ist das? Silberkisten, Handelsübersicht, Goldkisten.
gekaufte Kisten. Marketingkampagne. Eine Tute. So, jetzt brauche ich einen Balken. Die Frage ist nur, wie mache ich das jetzt mit den Kisten? Oder was mache ich da? Ah, das ist bestimmt... bestimmt irgendwo habe ich ein neues Rezept. Oh, jetzt brauche ich wahrscheinlich Silber oder sonst was. Das, was ich gerade aufgebraucht habe. Der Wein ist fein am Machen. Oh, es ist ja jetzt schon Snake-Tag. Ich will mal hier gucken. Gibt es hier was Neues? Ich muss jetzt bloß herausfinden, wo ich jetzt was machen kann mit Kisten. Nee, wenn es Goldsachen sind, dann meistens hier. Nee. Schauen wir einfach mal. Hier kann ich nichts Neues machen. Hier kann ich nichts Neues machen. Es waren normale Balken, oder? 6 Balken. Kann ich mitnehmen. Kann ich machen. So. Gut, dann Snake müsste gleich kommen. Der Wein ist fertig. Winzer Achievement. Der erste goldene Wein gecraftet. Mir ist aufgefallen, hier im Stream sieht man, glaube ich, das Steam Overlay gar nicht. Schade eigentlich. So, zeig mir an, welches Schwert du willst. Willst du ein normales oder ein... Das ist ein Juwelenbesetztes. Das kann ich craften. Wegen der Halskette. Da geht nichts. Das kann ich craften. Ist es günstiger zu craften oder zu kaufen? Selbst wenn das Gecraftete fehlschlagen oder nicht taugen würde, ich kann es selbst nutzen. Puh, ist das teuer. Juwelenbesetztes Damaszenerschwert. Wenn ich doch bloß mehr Gold hätte. Also Gold als Ware. Ja, keine Ahnung, ob wir Totenbeschwörung machen. Ich habe keine Ahnung, was der Typ davor hat. Das Damaszenerschwert. Das ist ein schickes Schwert. Und dein Timing ist perfekt, war nur Spaß. Ich folge dir schon eine Weile. Und ja, mir ist bewusst, dass du das Schwert hast. Das ist mein Gefolge. Sie haben sich hier versammelt, um Zeugen meiner Macht zu werden. Ist das echtes Blut? Hier ist es ganz schön unheimlich. Ich bin mir nicht sicher, dass das eine gute Idee wäre. Ja, ich glaube, du hast recht. Also muss ich dich mit diesem Schwert töten und dann kehrst du von den Toten zurück. Oh, wie hat Schlange das nur angestellt? Er muss so mächtig sein, wir sollten ihn anbeten. Bla bla bla. Das ist gar nicht in Ordnung. Er zittert von meiner Macht über das Leben und den Tod. Das sind nur leere Worte. Folgt mir und werdet unsterblich. Lol, der hat mich getötet. Du bist tot. Ich muss zur Schlange zurückkehren. Ja, bevor er wieder abhaut. Boah, die Ratte hat mich einfach gekillt. Die wollte mich opfern für sein Ritual. Weil er weiß, dass ich unsterblich bin. Ja, und jetzt sind sie alle begeistert. Oh, der lebt wieder. Deswegen habe ich euch belogen, aber ich werde euch nie belügen. Nach dem dunklen Ritual werden wir sie alle unterwerfen. Das ist er, er ist am Leben, er ist unsterblich. Seht her, mein erster Gefolgsmann. Jetzt geht nach Hause und erwartet meine Befehle. Mein Leben wird nie mehr das alte sein. Heil, Schlange! Müssen wir immer noch zur Kirche? Lieber Sodoma. Er hat recht, diese Stadt bräuchte Veränderung. Sind wir fertig? Klar, ich muss noch ein paar letzte Vorbereitungen treffen, aber ich bin dein Mann. Was? Ritual? In der Halskette? Kann ich das Schwert wieder haben? Nein! Ach du Ratte, ich könnte das Schwert noch gebrauchen.
Töte sie alle. Ja, das würde ich gerne, aber dazu brauche ich das Schwert. Naja, gut. Das war schon mal dem sein Thema. Wahrscheinlich geht's bei ihm dann weiter, wenn ich mit der Halskette... Wo war das mit der Halskette nochmal hängen geblieben? Ich glaube, das hat... Ah, da muss ich mit dem Astrologen wahrscheinlich reden und so ein Zeug. Nee, habe ich eigentlich nicht erwartet, dass es mir zurückgibt. Stimmt, Akira. Aber ich hätte schon gewünscht. Das war teuer. Warte mal. Oh, was ist denn jetzt hier los? Ich fühle mich so erfrischt. Endlich. Musst du wirklich jedes Mal sagen, wie erfrischt du dich fühlst? Ja, genau. Was machst du hier? Wir haben ein Riesenproblem. Ein berühmter Vampirjäger ist auf dem Weg zu deinem Friedhof. Und er wird mich umbringen und deine Kirche vermutlich niederbrennen. Warum wirst du von einem Vampirjäger gejagt? Ich bin bei der Demonstration meiner Macht über Leben und Tod wohl ein wenig zu weit gegangen. Deiner meiner Gefolgsleute ist dumm und geschwätzig. Es ist echt schwierig, heutzutage gute Leute zu finden. Was machen wir jetzt? Wir müssen in der Nähe des Hexenshügels auf dem Weg zum Friedhof eine Falle vorbereiten. Wir lassen es wie ein Unfall aussehen. Ich habe im Bordell in der Stadt schon eine Ablenkung für ihn vorbereitet. Also haben wir ein wenig Zeit, aber nicht viel. Ich erwarte dich am Hexenhügel, gleich über der Straße. Auch glaubst du... Okay. Oh. Ein Vampirjäger? Das Problem ist, ich habe ja fürs Crafting mein eigenes Schwert gebraucht. Ich habe sozusagen gerade kein Schwert. Ich sollte mir ein neues Stahlschwert machen. Sonst fühle ich mich ein bisschen nackt. Gut. Ein Glück war das. Ist das sehr günstig im Vergleich zu was man sonst immer braucht. Okay, ein Hinterhalt für einen Vampirjäger, der uns alle töten will und die Kirche nicht. Die Kirche ist eine Kathedrale mittlerweile, das will ich aber nicht. Da ist er, Snake. Endlich hast du ein Holzbrett mitgebracht. Warum hätte ich das tun sollen? Weil ich dir das gesagt habe. Nein, hast du nicht. Okay, auch egal. Hol einfach eins, Beeilung. Ein Holzbrett. Was war eins? Eine Planke? Ein Balken. Junge, verrate mir, was du vorhast. Wobei, ich weiß, was er vorhat. Das ist mir dieser Platz ist mir schon... Genau, der Stein. Der ist mir schon häufiger aufgefallen. Ich hatte sogar Balken. Ich nehme einfach mal verschiedenste Balken mit. Einen wollte er bloß. Na gut. Schauen wir mal. Ach, ich hätte ihn nochmal ansprechen können, dann hätte ich vielleicht gesehen, was er genau will. Ich nehme einfach alles mit. So. Das gibt sicher Kopfschmerzen. Oh, hier ist ein Holzbrett. Ah, er wollte ein besseres Brett, okay. Gut, alles ist bereit. Du hast Glück, dass er noch nicht hier ist. Warten wir einfach. Nein, heute ist doch... Wie lange müssen wir noch warten? Nur noch ein bisschen. Moment, ich muss noch... Ich muss vielleicht Predigt halten. Bist du sicher, dass er noch kommt? Ja, wir müssen nur geduldig sein. Kein Mensch verbringt so viel Zeit in einem Bordell. Dann ist er ja vielleicht gar nicht... Ich bin echt müde und ich habe Hunger. Alles steht auf dem Spiel, bleib einfach ruhig. Ich glaube, da vergeht gerade eine komplette Woche. Ja komm, mach dich bereit. Wir haben nur eine Chance. Ich liebe Nebenaufgaben. Einfach schnell rein und raus. Das ist der Witcher. Nebenquest, Achievement und Matschisse. Das war der Witcher. Aha, das war ja Baby einfach. Berühmter Jäger. Unbesiegbarer Krieger. Wie nett von ihm, dass er sein Medaillon mitgebracht hat. Jetzt können wir auch den tiefsten Teil des Kerkers erforschen. Was jetzt? Seiten wir die Leiche und räumen wir über den Weg frei. Triff mich am Kerkereingang. Ich habe eine letzte Aufgabe für dich. Wir sind ein super Team. Okay. Hey, ein Stein. Super. Oh, und sogar noch ein Jägermedaillon. Was ist denn das? Kann ich das für 10 Gold verkaufen? Das wäre super. Eine Leiche. Hey, die zählt sogar als Leiche.
Uff. Und tschüss, Leiche, du wirst sofort verbrannt. Na, wobei, ich nehme dich erstmal aus. Das ist eine Leiche. Wie viele Schädel sind das? Das sind 5? Das sind 10 Schädel. Ich könnte ihn begraben. Ich habe ein paar Marmorsachen um diese roten Schädel. Ja, ich habe plötzlich auch platt gemacht. Ich muss zugeben, ich habe nie Witcher gespielt bisher. Ich habe es mir gekauft beim letzten Steam Sale. Und ich habe den ersten und zweiten Teil schon ewig. Aber ich habe nie die Zeit genommen, mich da reinzufieseln, weil... Oh, ich habe keinen Platz. Das ist natürlich bitter. Aber auch eigentlich egal. Wir nehmen alles aus ihm raus. Niemand wird den Witcher vermissen. Niemand wird wissen, dass er da war. Er ist komplett weg. So. Und tschüss. Puff, der ist weg. So, die Frage ist, ist Snake jetzt wirklich noch am Eingang oder ist er schon abgehauen? Holz habe ich da, das sollte ich... Und wahrscheinlich muss ich jetzt in den Dungeon runter, als nächstes, als letztes. Das ist natürlich auch eine Fieselaufgabe, da in den Dungeon runter. Oh, ich habe Steine bekommen, tatsächlich. Welch gute Ware. Ah, Steine können... Oh, vielleicht kann ich Was mache ich damit eigentlich? Vielleicht kann ich Marmor verkaufen und damit auch viel Geld verdienen. Könnte sogar sein. Und Eisen kann ich verkaufen. Also ich krieg schon das Gold irgendwie zusammen. Stories. So, der Rest ist noch nötig. Ach, die Balken. Die Balken hatte ich ja dabei wegen hier Händlerort. Ist Snake noch da? Nee. Oder? Ist er da drin? Mist. Ja gut, ich befürchte, dass ich ganz runter muss. Das würde Sinn ergeben. Die Macher wollen natürlich, dass man nahezu alles in dem Spiel macht. Da würde es durchaus Sinn ergeben, wenn meine letzte Quest von ihm den Kerker erkunden ist und irgendwas von ganz unten holen. Irgendwas Okkultes, Mächtiges. Vermutlich. Ja. 6 Balken. Dann gehe ich da schnell hin. Wobei. Ich teleportiere mich da schnell hin. Also, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch den Zettel loswerden. Puh, 1,60. 12 brauche ich. Yeah. Scheune und dort aus meiner Trompete noch eine Palette bauen. So, und jetzt gehen wir zum Inquisitor. Jetzt gibt es ein Hexenfest. Müssen wir beim... Oh ja, beim Astrologen gibt es einiges zu tun. Da enden gerade einige Queststränge. 2 Hexen. Oh. Was brennt besser als eine Hexe? Oh ja, hier muss ich ja jetzt befüllen, glaube ich. Bier und Burger. Anscheinend ist alles bereit. Ich sollte dem Inquisitor Bescheid geben. Hallo, mein Freund. Also, die Zeremonie meiner Kathedrale. Oh, kann ich um einen Gefallen bitten? Ich bin ganz... Oh. Kannst du einer großen Zeremonie an meiner neuen Kathedrale beiwohnen? Zusammen mit dem Bischof beten wir dafür, dass das Wasser in die Stadt zurückkehrt.
Und solchen Unsinn habe ich keine Zeit. Aber wir brauchen wichtige Leute, die dabei sind. Such dir doch jemanden vom Königshof. Okay, der will nicht. Alles ist bereit für die nächste Verbrennung. Die interessieren die Verbrennung gar nicht. Na ja, das Essen. Bier, frisches Bier. Das Bier wäscht die Sünden rein. Saftige Burger, süß und saftig wie heilige Ekstase. 2 Stück bitte. Das ist die beste Verbrennung, die ich je gesehen habe. Lecker. Räucherfleisch. Haha. Kein Hotdog-Achievement bekommen. Oh, Glaube. In der Stadt wird man noch monatelang von dieser Verbrennung reden. Wir sollten das wiederholen. Wann immer du bereit bist, mach dein Zelt einfach fertig und los geht's. Du hast mit dem Verkauf von Bier und Burgern 33 Silber verdient. Und Glaube kriege ich. Hey, der Glaube bleibt bei mir. 75. Ah ja, hier, übrigens, das kann man jetzt, nachdem die weg sind, sehen. Ich gehe mal davon aus, dass von jedem NPC oder Haupt-NPC ein Gegenstand. Die salzige Gabel vom Händler, der Spiegel des Stolzes vom Priester, die endlos brennende Kohle vom Inquisitor, die Halskette von der Frau, Frau Anmut, das endlose Buch von Schlange und kann verkauft werden an, wahrscheinlich vom Astrologen. Außerdem können wir hier Marmor abbauen. Hier hat man Marmor vorkommen. Cool. Okay, ich kann jetzt also immer Bier und Burger platzieren und Geld verdienen dadurch. Ja, das mit den 12 Gold kriegen wir hin. Bier brauen, das geht auch. Bruder Tuck, ja, okay. Okay, Bier und Burger brauche ich jetzt mehr davon, weil das gibt immerhin ein bisschen Geld dazu. Dann nehme ich mal den kompletten Hopfen hier mit. Das Ernten brauche ich gar nicht. Ich brauche Wasser, glaube ich, unten fürs Bier. Und Getreide. Waren, glaube ich, die Zutaten. Dann lassen wir die Bierproduktion dauerhaft in Betrieb gehen. Ja, dann lassen wir die Bierproduktion dauerhaft in Betrieb gehen. Und Burger, ja, das sollte ich auch rüberkommen. Brauche ich auch. Da brauche ich Teig, Brote, Fleisch. Ja, Fleisch ist begrenzt. Fleisch ist begrenzt in einer gewissen Art und Weise. Aber es sollte klappen. Das hilft mir, zum Aristokraten zu werden, deutlich schneller. Das ist schon nicht schlecht. Getreide. Ja, 33 Silber. Getreide habe ich schon alles mitgenommen, scheinbar. Hier ist wieder alles ready. Zwiebeln habe ich ja noch. Oh, eine neue Leiche. Ja, stimmt, wir könnten noch mehr Leichen gebrauchen jetzt, da ich so viel Spenden bekomme. Ist auch eine wichtige Einnahmequelle. Ach Gottchen. Hab ich noch was liegen lassen? Ja, die nehme ich. Hat zwar einen roten Schädel, aber ich habe ja Marmorzeug, das wiegt es schon längst auf. Moment, das sind... Oh, eine Achterleiche. 7 insgesamt Wertigkeit. Halleluja. Das ist was Feines. 7 mehr. Grabstätte. Dann beginnen wir jetzt hier. Hat ja lang gedauert. Bis ich die eine Seite voll hatte. Und Rasen und sowas. Vielleicht brauche ich das doch noch. So, zumachen. Immer noch ein Minus. Aber wir haben... es ist eine 8. Wie viel ist es insgesamt? Das sind 3. Ja, 8. Also... fangen wir vielleicht mit der Umrahnung an. Wenn ich so eine
stinknormale Steinumrahmung machen. Mache ich wie viel nochmal? Oh, ich habe keine Energie. 3. Ja, da brauche ich was mit 5. Mit 5. Marmorskulptur, Steinsockel, großes Steinkreuz. Ah, ich glaube, da muss ich so ein Marmorteil drauf tun. So ein Marmorkreuz. Jawohl, ja. Nice. So, Astrologentag als nächstes. Ach du Schande, ach du Schande. So, hier ein bisschen aufräumen. Okay. Das Fleisch. Bis auf ein paar nehme ich mal ein bisschen mehr mit. Damit wir mehr Burger machen können. Was habe ich noch im Inventar? Wasser, Hopfen. Genau, das kommt. Getreide fehlt noch. Das ist, glaube ich, aber oben drin. Ich hoffe, ich habe noch Getreide übrig. Wenn nicht, müsste ich welches anbauen. Oder kaufen. Mittlerweile ist kaufen, glaube ich, die einfache Variante als anbauen. Das ist mal rein. Das rein. Ein bisschen Getreide habe ich noch. So, kaum der Rede wert. Hier. Das ist auch nicht der Rede wert. Ach du Schande. Ich habe kein Getreide mehr. Nein! Habe ich ernsthaft Getreide irgendwann weggeworfen, weil ich mir gedacht habe, oh, brauche ich sowieso nicht mehr. Das kann durchaus sein, dass das passiert ist. Mist. Puh, dann brauche ich Getreide und Platz für Getreide, also müssen wir ernten. Das reicht auch vollkommen an den Erntesachen. Mehr brauche ich in dem Spiel nicht mehr. Von diesen, vermutlich. Da muss ich halt jetzt Weizen anbauen. Hauptsächlich. Also die Goldzwiebeln, der Goldkürbis und die Goldsaat und diese Goldsaat. Aber die Silbersaat habe ich, glaube ich, auch aufbewahrt, weil die kann man mit dem Dünger auch pushen. Den Müll und Getreide. Weizensamen habe ich noch. Okay, gut. Dann muss ich bloß pflanzen. Man könnte den Weizen allerdings düngen mit dem anderen Dünger, der verfügbar ist, diesem Speed-Dünger. Dann wächst er schneller. Aber ich kaufe einfach ein bisschen Weizen auf dem Rückweg. Falls ich nicht mich sowieso zurück teleportiere, das ist eigentlich besser. Oh, kein Platz mehr. Zu viel Müll. Die Kiste hat zu viel Müll. Zerstören. Brauche ich überhaupt Energie? Ich weiß es gar nicht mehr. Nö, brauche ich eigentlich gar nicht. Weg damit. Das. Wobei, kann ich das verkaufen? Ach, jetzt ist es blöd. Das ist blöd, dass ich das jetzt alles weg habe. Ich glaube aber nicht, dass ich dem Bauern das Zeug verkaufen kann. Halt, dieses. Die Kisten, sind das vielleicht Kisten voller Essen? Ein Packtisch. Ah, hier ist es. Das sind diese Kisten. Alles klar. Dann muss ich mir das genau anschauen. Dann soll ich vielleicht nicht alles wegschmeißen.